Right? My shack. Stay away from them! Leave this place! Leave now! Okay, now what? Wait, what? Stufe 30. Das blöde Schwein ist auch Stufe 30, ey. Ja, spring doch nicht vor den Eule. Schon wieder vergessen, was wir brauchen, um den blöden Pott zu verbessern. Wir bräuchten auf jeden Fall mal ein paar Sekunden ohne Schaden. Machen wir schön auf Fernkampf hier. Warte, hau ab. Boah, die Eber machen übelst Damage. Schön gut, dass wir das Auto heilen jetzt wieder drin haben. Wenn ich hier so die Gegner gerade sehe. Nein! 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 Relikür-System. Wenn dein Charakter stirbt, bleibt der Körper als Leiche auf der Karte bestehen. Diese Körper enthalten diverse Informationen, also begib dich zu deiner Leiche, um dein Hab und Gut zu bergen. Stirbst du erneut, bevor du deinen vorigen Körper erreichst, verschwindet dieser. Spielst du noch länger weiter, ohne deinen Körper zu bergen, verschwindet dieser ebenfalls. Scheiße! Scheiße, unser erster Tod. Kacke. Und unser Körper liegt jetzt natürlich genau dort, ne? Was haben wir denn jetzt eigentlich noch alles? Die Gegenstände haben wir alle noch. Was verlieren wir denn dann, wenn wir sterben? Das ist ehrlich gesagt nicht. Wo will man hin? Achso. Waldgebiet Mitte. Wir müssen wieder dahin. Ich will wissen, was man kriegt, wenn man seine Leiche lootet. Unser erster Tod. Schade, schade, schade. Wir haben, denke mal, lange ohne geschafft. Schade. Ich ärgere mich ein bisschen. War nicht nötig. War ich zu aggressiv. Ach, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich bin nochmal einen Wegpunkt setzen. Ried! Cool!
an obligation. Looks like the freak show's in town. Ja, ist nur hoch. Wir haben Verpflichtung dem König. Was ist eine Verpflichtung? Ich glaube, dann 4. Sollen wir den bergen oder reparieren? Ich glaube, wir probieren erstmal bergen. Du hast deine Plangenchips gebucht, möchtest deine alte Ausrüstung. Oh ja! Gegenstände erhalten Erfahrung. Was Gegenstände erhalten? Erfahrung 400, noch was? Die sind natürlich wieder voll, ne? Okay, also Körperbergen auf jeden Fall wichtig. Für die Plug-in Chips. Der blöde Keiler, der macht so Damage, ey. Hast du nicht schnell genug getroffen? Hallo? Huhu. Ein bisschen Leben farm hier, weil ich schön auch mal mit dem Hammer schon drauf halten. Scheiße, das waren nur die Leben, die wir gerade gesammelt haben. Hui. Ah, du nicht, mein Freund. Du nicht! Du bist dran, sobald wir mit deinem Herrschen fertig sind. Hä? Bitte, ich flehe euch an! Wo ist er? Verschont sie! Ja, wir verschonen das Tier. Wir hoffen natürlich, dass wir das von ihm kriegen. Nun gut, wir werden deine Viecher verschonen. Ah, danke. Warum hast du denn überhaupt all diese Tiere hier? Vor langer Zeit habe ich einmal ein verletztes Tier gerettet. An den Grund kann ich mich nicht erinnern. Das Tier begann, mich zu mögen. Es folgte mir auf Schritt und Tritt. Wir spielten zusammen, wann immer es möglich war. Es war warm, es machte mich glücklich, interessant. Und immer wenn ich jetzt ein schwaches oder verletztes Tier finde, bringe ich es hierher. Ich kümmere mich um sie, bis sie wieder gesund sind. Danke, dass ihr sie verschont habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder besucht. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir werden sehen. Tierköder, 20 Stück, cool. Und 5000 Gold. Warum erst der Angriff, du Eimer? Eimermaschine. Warum hast du jetzt erst angegriffen, hä?
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder besucht. Ihr seid jederzeit willkommen, Jasek hat gesagt. So, da können wir nicht rein. Er wird als Feind auf der Karte markiert, okay. So, aber jetzt aber unseren Körper gerettet haben, würde ich ehrlich gesagt, wir kommen hier wieder raus, speichern gehen und dann auch soweit erstmal Schluss machen. Der Stream ist schon wieder seit über 6 Stunden online. Wie kommen wir denn hier raus? Wie ist denn er hier reingekommen? Wie ist er denn hier reingekommen? Ich glaube nicht, dass das auch richtig war. Wieso hat er das jetzt nicht ausgeführt? Krass. Hey Maschine! Neue Stufe 20, yeah, sehr geil. Okay, die geben mir auf jeden Fall ein ganz dick mehr Erfahrung. So, jetzt würde ich das gerne nochmal probieren hier. Jetzt macht sie gerade ihre Animation wieder und da ist der Hampel schon wieder. Hau ab. Oh, das macht vom Acker, Junge. Mit dem sagen, der soll stehen bleiben? Hau ab. Oh Junge, geh aus dem Bild. Er geht mir so auf den Senkel hier. Uns hat man es erfasst und dann hat er uns runtergeschmissen. Boah, steht er wieder im Bild. Mal weg. Wo ab jetzt? Boah, jetzt mach dich vom Acker. Du gehst mir so auf den Senkel, Junge. Und stellt sich wieder da. Oh. Ab. Ah, du gehst mir auf den Sack, ey. Ich muss morgen gleich mal gucken, ob es einen Mod gibt, dass man den zwischendurch ausschalten kann. Oder wenigstens diese scheiß 9S-Info über ihm wegmachen können. Weil kann er nicht sein, ey. Jedes Mal steht da ein Blöde im Weg rum. Und Screenshot machen will. Mal mit den Affen mit drauf. Wie so ein Idiot, der mal ins Bild springt beim Foto machen. So, wir haben gespeichert. Ich beende die Aufnahme hier für heute. Ich bin müde wie Sau.
Wir sind jetzt vielleicht nicht ganz so weit gekommen, wie ich das gerne wollte, haben aber einige Nebenquests erfüllt und ein klein bisschen gelevelt. Ja, das sollte schon passen. Ich weiß noch nicht, mit was wir als nächstes weitermachen werden. Wahrscheinlich kommt jetzt erstmal zwischendurch eine Angelnaufnahme. Das heißt, wir werden woanders stehen, wenn es hier mit der nächsten Folge weitergeht oder mit dem nächsten Schnitt. Das werden wir gleich sehen. Ihr werdet gleich sehen, ich noch nicht ganz. Dann werde ich aber erklären, was wir gemacht haben, bla 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 und so weiter. Werdet ihr dann hören. Und ich habe mir zwischendurch überlegt, die Angelnfolgen werden einzeln sein. Das heißt, wenn ihr das hier hört, gibt es vielleicht schon Angelnfolgen oder es kommen welche raus. Da werde ich nur angeln und ein bisschen Loot sammeln, dass wir das nicht ganz so viel zwischendurch machen müssen. Und damit verabschiede ich mich erstmal aus dieser Aufnahme. Wir hören uns gleich wieder. So, meine Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Aufnahme. Nier Automata. Gleich vorweg. Letzte Folge war Fischen sammeln. Wir haben einige Sachen gefunden und auch ein paar Sachen so erledigt zwischendurch. Also keine Mission und so weiter. Aber wir haben etwas sehr Wichtiges gefunden. Und zwar, das zeige ich sofort. Das zeige ich. Richtig nice. Hätten wir auch in der normalen Folge so gar nicht gefunden. Also glaube ich zumindest nicht. Denn wir haben etwas aus dem Wasser gezogen. Und das erscheint, sobald man eine Weile angelt. Also sobald man eine Weile an einer bestimmten Stelle angelt, zieht man das raus irgendwann. Ja, jetzt hat mich der Netlimiter auf den Desktop geschmissen. Auch sehr hübsch. So, wir schnell reisen, was wie viel Geld haben wir? Info, wir haben, wo steht's? Geld. Knapp 30.000, also ich hatte gerade schon eine Mal erste Aufnahme gestartet, aber leider Bluescreen gehabt. Ich weiß auch gar nicht wirklich warum, weswegen, weshalb. Ist eigentlich nicht vorgekommen jetzt in letzter Zeit. Wenn wir mal weiter beobachten müssen. Aber egal. Wie gesagt, wir haben etwas richtig Cooles aus dem Wasser gezogen. Das werde ich gleich vorführen, was das ist. Und dann gibt es noch ein, zwei kleine Sachen. Die erzählen, ich werden wir noch ein bisschen fischen. Denn wir brauchen viel, viel Geld. Erstmal ziehen wir den lustigen Kopf hier wieder aus. Maske entfernen. Hatte ich gerade alles schon mal gemacht. Sammeln wir natürlich ein. Ist da was? Ne? Hier liegt was. Alte Maske erhalten? Hä? Die Stände? Ist sie nicht dabei? Gegenstände? Aufwendiges Gerät. Okay. Wo ist die alte Maske? Alte Maske, alte Maske. Hier haben wir schon zwei Stück. Okay, also können wir die doch verkaufen, wenn man die einfach so findet. Okay. Ja, wir angeln ein bisschen. Also wie gesagt, wir haben ein paar Kleinigkeiten gefunden. Diverse Fische, wenn wir dann gleich beim Verkaufen sehen, welche das so sind. Und achso, ich habe mir gar nicht gezeigt, was wir noch gefunden haben. Das zeige ich dann gleich, wenn ich hier fertig bin mit Reden. Wie gesagt, also wir verkaufen dann gleich erstmal die Fische, die wir gefangen haben. Sind nicht ganz so viele, da ich leider zwischendurch gestorben bin. Und zwar war ich so doof. Wir haben ja von Jackass den Hinweis bekommen oder die Info, dass man Fische doch essen kann. Also haben wir einen Fisch gegessen. Dies führt augenblicklich zum Tod. Ja.
und der Abspann läuft. Das ist eins der Scherzenden in die Automate. Das heißt, wir mussten danach laden und alles war weg. Hat er natürlich nicht gespeichert. Wie soll das auch anders sein? Ne? Aber egal, ich habe dann trotzdem noch ein bisschen was gesammelt. Nur so kleine Fische, wir brauchen ein paar große Fische. Wie gesagt, ich habe dann noch ein bisschen was gesammelt. Also wir haben dann schon einiges an Geld. Und da werden wir gleich mal gucken, ob wir uns ein paar neue Chips leisten können. Und vor allem auch Speicherplatz für Chips. Den brauchen wir ganz dringend. Der Speicherplatz dürfte kein Problem sein. Ich habe ja gerade schon mal alles verkauft, also ich weiß ja, was ungefähr an Geld bei rauskommt. Wir haben auch Maschinenkerne. Haben wir 7 Stück. Die sind pro Kern sind die 10.000 Geldmittel wert. Ich weiß aber leider nicht, ob wir die zum Waffenaufrüsten brauchen. Deswegen verkaufe ich die mal lieber nicht. Hier ist übrigens gerade auf meinem rechten Bildschirm ist schon wieder alles nicht mehr da, wo es hingehört. Fällt mir gerade auf. Das muss ich mal ganz kurz wieder zurechtschieben. Sehe ich nicht, was hier so Hübsches passiert. Alles wieder da, ja. So, und jetzt kommen wir erstmal zu dem, was wir gefunden haben. Also, wir können ja wie immer hier mit unserem Pott schießen. Yep. Wir können auch einen großen Angriff ausführen. Jawohl. Und dann kommt der zweite Pott, ja. Und dann kommt jetzt ein dritter Pott. Wie geil ist das denn, Leute? Wir können jetzt mit 3 Pots schießen. Wir haben den dritten Pott gefunden. Der schießt so eine Art Laser. Zeige ich gleich nochmal. Das ist der, den wir schon hatten. Der schießt da hier seine Raketen. Bam. Dann der, den wir von Anfang an hatten. Und jetzt haben wir den noch. Und der kann jetzt den Laser schießen. Richtig nice. Ja. Richtig cool. So, dann wollen wir mal ins Waffenlager gehen. Aber ich bin einmal fischen. Und da hinten liegt auch schon wieder was. Das müssen wir auch nochmal einsammeln, ne? Und dieses blöde Klingeln. Ich höre es schon wieder. Wo kommt denn das her? Wo kommt das her? Sunny, war gerade bei der ersten Aufnahme mir 2 große Fische rausgeholt. Es gibt immer nur so kleine Makrelen, ey. Das ist doch doof. Weiß nicht, wo diese blöde Klingeln herkommt, ey. Das nervt mich so übelst, ne? Oh, eine Batterie. Eisenerz. Ich hab einmal noch. Geld. Wir brauchen leider viel Geld. Denn die Chips sind, ja, die Chips gehen eigentlich vom Preis her. Ich würde aber auch gerne, wenn was übrig bleibt, das dem Professor noch zuschieben. So, dass wir bei dem noch ein bisschen ins Plus kommen. Und ich glaube, das, was er am Ende für uns hat, ist ziemlich cool. Eine Maschine oder? Ja, sehe ich da eine Maschine? Komm, jetzt gib uns doch mal einen Ölfisch, Mensch. Ein Ölfisch ist ja 3.500 wert. Oder Ölsardine, weiß ich gar nicht. Na, komm schon. Komm. Na gut, dann halt ich. Ja. Ja, Schlüsselfisch. Komm. Na, und der Story mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Habe ich mir heute fest vorgenommen. Allerdings. Ja, ich habe mir das so toll jetzt fest vorgenommen. Ich würde mal speichern und so, nee, können ja. Eigentlich können wir, ja.
Genau, hier haben wir uns nämlich noch gar nicht umgeschaut. Nachdem wir da durch sind und auf die zwei Kollegen, das war ja relativ am Anfang, gestoßen sind, haben wir ja inzwischen schon wieder getroffen. Danach waren wir nie wieder hier. Ist mir jetzt mal so aufgefallen gerade. Ah, und eine kleine Neuerung für alle, die auf YouTube zuschauen. Vielleicht ist es auch schon aufgefallen. Hier gibt es sogar eine Mission. Wir nehmen jetzt mit einer wesentlich höheren Bitrate auf. Also, ich. Ja. Ich werde mal sehen, wie das mit dem Speicherplatz hinhaut, wenn ich längere Aufnahmen mache. Aber die Qualität sollte jetzt um einiges gestiegen sein. Mir war aufgefallen, so beim Durchschauen der Aufnahmen, dass es an dunklen Stellen doch ganz schön anfängt zu fragmentieren. Und das muss nicht sein. Wenn man weiß, wie man es verhindern kann, kann man es ja machen. Komm. Oh, wirklich? Bleibt die kurz vorher stehen oder was? Heute da so schön drüber sliden. Ja, da hinten ist noch einer, aber wir gehen erstmal rein. Hier gibt es einen zweiten Eingang. Und es läuft heute sehr schlecht, das Spiel. Ich weiß nicht warum. Das ist gar nicht der zweite Eingang. Das ist genau da, wo wir rein sind. Also gehen wir erstmal in den anderen. Ich werde gleich mal die Steam-Benachrichtigung ausschalten. So, nochmal. Ja, wir haben die alte gerade stolpert und muss ja auf dem rechten Monitor nochmal kurz nach unten scrollen. Ja. Ja. So schön, dass ich das Fenster auf habe, aber wenn so weit hochgescrollt ist, dass das, was ich sehen will, gar nicht drin ist, bringt mir das auch nicht viel. Oh, hallo, wer bist du denn? Guck mal, gleich mal hier. 1, 2, 3. So, komm mal, unseren neuen Pott hier. Ja, der verteilt schon echt gut Schaden, also. Ah, kann man echt nicht meckern. Na komm, los jetzt her. Ach, und wir haben, ich weiß nicht, ob wir haben ja, glaube ich, vorher schon Konter erhalten, okay. Da liegt auch was. Ich glaube, ein Chip. Kann das sein? Ja, Eule, lauf doch mal. Kümmerich, Amethyst, Achiatari, jo. Meins, würde ich sagen. Ja, Kollege, geht's noch? 2.000 Gold, hm? Wir haben jetzt noch das hier. Ah, falsche. War der falsche Pott. Egal, welcher hat das? Ich glaube, der hier hat den Hammer. Und wenn wir den Hammer, jawohl, mit 3 Pots benutzen, ist er so unglaublich stark. Er ist einfach so krass stark. Das ist echt übel. Und das Spiel stockt down. Was soll das? An der Aufnahme kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe jetzt, ich kann ja mal, was ist Steuerung Shift O? Steuerung Shift zurück. Nein, das war dieses Menü. Also geht dieses Menü jetzt nicht auf. Okay, ne, ich wollte gerade mal nach der Auslastung gucken, aber egal. Hier drüben gibt es eine Mission für uns, die können wir uns eigentlich dann mal holen. Kommen wir hier durch? Nein. Eule, du stolperst du über jeden Stein oder was?